Hallo und herzlich willkommen zu Die Sims 4. Nach den letzten beiden Folgen, wo es ja so Umgestaltungszeug gab von anderen Familien. Hallo, hab ich überhaupt Ton an? Geht es jetzt weiter mit unserer Let's Play-Familie? Hör mal. Hallo, warte mal. Ich wollte schon sagen, ey, warte mal. Ersetzen wir mal eben. Ich habe nämlich keine Lust, das reparieren, weil ich Musik haben möchte. Und, habe ich ganz vergessen, wir haben einen neuen Sim bei uns, und zwar Hannas Freund, den Bruno. Ja, ne, hör mal, das schmeckt da doch immer. So, und der Bruno, der hat auch nur einen, so Part-Time-Job, wie heißt das denn auf Deutsch, so ein, oh mein Gott, Ofengott, wie geil ist das denn, einen Teilzeit, ist das Teilzeitjob? Ich glaube schon, und zwar als Barista, Kaffeefleckentferner. Und ich möchte mal gucken, haben wir Fähigkeiten mit Bruno? Ja, so alles quer verteilt, so ein bisschen was, ne? Wann alterst du? In 14 Tagen alterst du, in 11... Stopp. Hab ich die lange Alterung an? Weil ich habe das im Stream geändert. Lang. Wie? Ihr altert das schon? Nein, das möchte ich nicht. Hier haben... Hannah und Jenny Geburtstag. Und hier hat Bruno Geburtstag. Oh. Morgen ist Ost. Oh. Ereignis, Talentwettbewerb, Feiertag. Oh, wie viel jetzt immer los ist, ey, hör mal. Oh. Das so. Nee, du liest das. Du darfst das nicht. Du darfst das nicht lesen. Du darfst das nicht lesen. Du nicht. Das ist das Geheimnis von. Hanna, du dumme Nuss, ey. Oh, guck mal, wir sind schon bald richtig berühmt, ey. Wir sind schon B-Promi. Ja, lernt euch mal ein bisschen mehr kennen hier. Was ist das? Ja, ehrlich, viel... Nein, ich... Hä? Ich dachte, die sprechen jetzt. Ach, machen die, okay. Ich dachte schon, die sprechen jetzt nicht miteinander. Irgendwas Schräges geht bei den. Ich gehe noch mit dem Weihnachtsmann dahin. Am Ende macht der noch böse Sachen mit Jenny. Ja, ganz eklig. Level 2 Geschicklichkeit. Wir haben Level. Level. Pff, passt, ey. Die sollen froh sein, dass wir. Warum? Was mit dir los? Warum bist du so? Warum? Ich verfolge jeden Tag die Nachrichten über sie, Frau Felsi. Ja, das ist cool, ne? Ich bin auch richtig cool, muss ich ja schon sagen. Er muss mal aufs Toilettchen und dann kannst du auch mal schlafen gehen. Kannst du überhaupt schlafen gehen? Ich glaube nämlich, dass er da nicht rankommt. Also auf seine Seite im Bett. Passt das? Natürlich passt das nicht. So. Jetzt aber. Jetzt sollte es eigentlich passen, dass du schlafen gehen kannst. Jo, jetzt kann er schlafen gehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und du gehst auch mal bitte schlafen. Ist mir eigentlich egal, dass du jetzt an dem PC möchtest, du Troller. Geh bitte auch mal schlafen. Damit wir den schönen nächsten Tag hier genießen können. Wir haben nämlich... Heute Ostern und ich habe noch nichts dekoriert. Hier, Ostern. La 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 la. Hallo? Ach, von 6 Uhr, achso. Ich dachte, wir fangen um 2 Uhr an. Um 2 Uhr hört alles immer auf. So war das. Gut. Ich mag die Katzen nicht mehr. Doch, ich mag die Katzen. Ich mag Gracie. Chips ist... Ich weiß nicht. Chips ist halt so Chips, weißt du? So... Entweder man mag die Sorte oder man mag die Sorte nicht. Du solltest eigentlich duschen gehen, du olle Nuss, ne? Das ist ja schon klar. Warum kann die Jenny eigentlich Ofenkartoffeln machen? Finde ich eigentlich schon geil. Oh, Ding ist voll scheiße. Wie immer eigentlich. Wie immer. Ey, was sind das für Lieder? Ja, besser, ey. Da sind immer so richtig merkwürdige Lieder bei.
Muss ich ja mal hier so gestehen. Warum bist du überhaupt so früh wach? Musst du heute arbeiten? Du musst Level 7 der Mixenfähigkeit heute noch erreichen, du Funzel. Schön und gut, dass der Bruno jetzt hier wohnt, aber du musst auf jeden Fall Mixen üben. Genau. Das schmeiß ich gerne für dich weg. Und das auch? Nee. Nee. Genau, dann das da. Und natürlich noch das hier. Was machst du denn? Ih, die kackt in die Kacke rein. Bäh, lecker immer. Bäh, ekelig. So, und du hast ja erstmal frei, ne? Noch ein paar Tage, Bruno. Warte, wen kennst du überhaupt Leute? Guck mal, Alina kennt da. Yannick Wagner ist mit dir verheiratet. Ach, stimmt, das ist doch ihre Mutter. Oh. Ihre Mutter, das ist dein Bruder, ne? Kindheitsfreunde. Er ist Kellner? Seit wann gibt's sowas? Sein Vater ist Poli. Und sie ist obdachlos? Obdachlos? Ist das mein Ernst? Oh mein Gott, obdachlos. Hä? Du kennst ja aber auch nicht so viele Leute, ne? Jay. Vermieter, ach so. Freund. Guck mal, der Jay ist ein guter Freund von ihm. Dem können wir doch mal eine SMS schicken, wenn er wach ist, der Bruno. Mit dem Jay kann er immer coole Sachen bestimmt machen. So. Blumenhase. Eiersuche, Festtagsessen, Feuer und Feiertagszeremonie. Stimmt, da könnt ihr gleich alle eigentlich mal hingehen, ne? Was machst du? Achso. Du kannst übrigens mal lieber hier, soziales Netzwerk, soziale Medien aktualisieren. Simstagram. Und dann kannst du nochmal gerne, soziales Netzwerk. Ein Bild teilen. Einfach mal so. Einfach mal so ein Bild teilen. Und dann gehen wir auf jeden Fall alle noch zur Feiertagszeremonie. Heute hat sie eigentlich frei, ne? Heute müsste sie frei haben, weil Ostern ist, glaube ich, ein Feiertag, wo man frei hat. Genau, Arbeits- und Schulfeier, freier Tag. Das heißt, Achso, ja, komm, laber nicht so viel. Dass die, Dings uns was kocht. Ein Festmahl. Und zwar macht sie uns... naja, die... Ist sie nicht Vegetarier? Nee. Ein Schinkenfestmahl. Ein Schinkenfestmahl bereitet sie uns zu. Was war das? Oh. Neue Marotte. Handy... Oh. Jenny ist besessen davon, ihr Handy zu benutzen. Sie nimmt jede Gelegenheit wahr, ihr Handy zu zücken und glücklich daran rumzuspielen. Ihre Anspannung kann steigen, wenn sie das Handy längere Zeit nicht zur Unterhaltung nutzt. Jetzt haben wir immer erreicht... Das passt so gut zusammen, die beiden Sachen, ne? Immer erreichbar und Handy besessen. Was ist das denn? Oha. Das ist geil, Leute. Das ist mal richtig cool. So, Getränke, dann mix doch mal ein bisschen. Nee, wir haben dafür kein Geld. Wir hätten schon Geld, aber ich will ja mein Geld sparen, Leute. Das ist ja das Problem. Ups. Und du kannst immer gerne was anziehen, bevor du ins Wohnzimmer gehst, weil ich weiß nicht, ob der Bruno so Bock hat, dich immer so halbnackt zu sehen hier. Du könntest doch mal zur Feier des Tages das hier anziehen. Was machst du da? Ach so, Bild, ja, mach mal. Mach einfach mal. So. Und warum gehst du eigentlich nicht auf Toilette? Verstehe ich nicht. Ja, ich weiß, dass ich heiß bin. Ich bin halt geil. Tanzen. Du kannst dich auch mal was anziehen, Junge. Outfit ändern, und zwar das hier. Dankeschön. Das Bild an der Kürze hat so viele negative Bewertungen erhalten. Wow. Das ist schon traurig. Sitzen. Genau, und setzt du dich auch mal dahin, Bruno. Hier auf den roten Stuhl, du. So.
Unterhaltet euch doch mal ein bisschen hier. Vorteile über Vegetari... Henbei. Yishle Henbei. Wieso bist du ein Vegetarier? Wow. Dein Ernst? Du bist Vegetarier? Oh, richtig enttäuschend, Bruno. Richtig enttäuschend, würde ich nur mal so sagen. Such mal du nach Eier. Du kannst auch mal nach Eier suchen. So. Dann könnt ihr mal sehr, 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 sehr gerne suchen. Bruno kann anderen Sims jetzt hinter... Ach, cool. Läuft. Hast du eins gefunden? Nee, hast du nicht. Eier suchen. Du auch mal noch weiter. Guck mal, er findet richtig viele Eier, ey. Deko-Ei. Gewöhnlich. Das ist selten, das Ei. Oh, cool. Hast du schon eins gefunden? Nicht? Als ob. Als ob sie einfach gar keins findet. Wow, richtig traurig eigentlich für sie. Kannst du hier Eier suchen? Jo, hier Eier suchen dann. Eier suchen. Und Eier suchen und Eier suchen. Oh. Ach, nur gewöhnlich, schade. Dann setzt euch doch mal hier hin. Du, nachdem du auf dem... Was machst du da? Nein, hör mal auf. So, du wirst jetzt hier zu Fest mal rufen. Außer der Bruno. Bruno, der wird das nicht essen. Nein, wirst du nicht. Du nimmst dir bitte, Nein, oh, zu spät. Okay, zu spät. Und bitte setzt euch alle hier an den Tisch. Ich möchte, dass wir zusammen hier sitzen am Tisch. Und dazu hören wir laute Musik. Hallo? Warum kann ich nichts mehr hier mitmachen? Und zwar bitte... Mach mal bitte, Pop. Hoch. Hallo, du sollst auch weg da. Hallo. Setz dich jetzt auch dahin, Jenny. Jenny, heute noch, bitte. Och, Jenny, dein Ernst? Setz dich doch bitte hier hin. Nö. Komm, Jenny, setz dich jetzt dahin. So. Und jetzt kannst du das gerne essen. Aber erst jetzt. So, Tantiemen-Bericht. Unsere Lieder bringen nicht mehr so viel Geld, ne? Action in the City bringt nichts mehr ein. Oh. Verstehe ich nicht. Setz dich doch dabei hier hin. Was ist denn dein Problem? Geht doch. Und jetzt sing doch mal hier über Ostern. Versuchen auf... Genau. Warte, über Ostern singen und du, Gesellschaft, genau, Gesellschaft genießen. Man muss doch einfach mal die kleinen Dinge im Leben genießen, ne? Dazu hören wir jetzt hier Klassik. Wo gehst du denn jetzt hin, Bruno? Auch ihr seid doch dumm, warum steht ihr denn immer alle auf? Könnt ihr nicht einfach mal sitzen bleiben? Einfach mal sitzen bleiben. Ist das so schwer? Ich verstehe euch alle nicht, ehrlich. Ich verstehe euch alle echt nicht. Du suchst auch mal bitte jetzt nach Eiern hier in deinem Bett oder so. Ja, habe ich gesagt. Vielleicht in der Dusche? Nee, die muss mal gesäubert werden hier. Und dann musst du das auch nochmal säubern. Wo könnten dann noch... Ah, Eier suchen. Ah, okay. Hast du noch eins genommen? Okay. Kann ich verstehen. Ist bestimmt mal richtig lecker. Darlehen zurückzahlen. Ja, mach mal. Das Geld gehört zwar uns, aber auch okay. Geschickte Entschuldigung. Mach mal.
Warum bist du sehr unwohl? Ach so. Miese Brise. Hallo, du sollst mal hier so alles... Ich glaube, die ist verbuggt. Hanna! Nee, nicht duschen. Du sollst säubern. Och, wer ist denn jetzt hier in Ohnmacht überhaupt? Oh, die Blumhase! Oh, hallo! Hallo! Ich will ein Selfie mit dir. Oh, fröhlich forschte. Oh, guck mal, der Blumhase. Stell dich vor! Los! Oh. Möchte den Blumhasen adoptieren. Ich möchte Eier von dir. Über Ostern singen. Gib mir Geschenke. Gib mir Geschenke, bitte. Bitte werd ohnmächtig für mich. Ah nein, gib mir, was, das laber ich nicht. Hallo, gibt er uns keine Geschenke oder so? Hallo? Nein, ich möchte bitte Geschenke von dir. Kokett, wir mach mal. Also eigentlich nicht kokett, aber... Du auch, Herrn Hanna. Los, das ist der Blumhase. Der ist cool. Das ist cool. Und dann du... nein, aber irgendeiner muss gegen ihn kämpfen, aber ich will nicht, dass man ihn hasst. Gemein. Nein. Über Ostern singen. Das kann nur Sigurd machen, oder was? Kannst du kämpfen? Also ich möchte ja schon Geschenke haben, ne? Also irgendwie geht nicht. Meerjungfrau, ist sie eine Frau oder was? Kämpfen, ja, wir wollen kämpfen. Es geht ab. Aber der Bruno lebt sich, glaube ich, auch so langsam ein hier. Alles klar. Yay! Gib mir Geschenke. Ja! Cool. Er hasst uns. Und jetzt lasst uns, wie geht das? Indem du über das Telefon... Ja! Und zwar, wir wollen bitte... Guck mal, wie viel ich hier machen kann, ey. An Feiertagszeremonie mitnehmen. Mit allen natürlich. Los! Geht! Geht, Kinder, geht! Du auch noch. Los! Was ist denn das für Musik? Hallo? Läuft hier auch was? Hallo? Oh, jetzt geht's ab. Komm, Bruno. Wohltätigkeitsparty und laden alle Wohltäter der Stadt ein. Ja, klar komme ich mit. Ich bin Wohltäter 100. Hör mal. Natürlich komme ich mit. Oh, Wohltätigkeitsparty. Wie cool ist das denn? Da komme ich auf jeden Fall mit, ey. Eigentlich könnte Jenny ja ihren Fake-Freund, hätte sie ihren Fake-Freund mitnehmen können, ne? Also, der noch nicht ihr Freund ist, aber was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Also, ich habe da so jetzt mal ein bisschen mal im Kopf geplant. Nicht viel, gar nicht viel. Also, Storyline, aber
Ich bin dafür gerade einfach zu unkreativ. Also für meinen privaten Ausland habe ich immer so krasse Geschichten im Kopf, aber wow. Ein paar Tipps für erfolgreiche Veranstaltungen. So, Wohltätigkeitsparty. Hi, Judith. Na, wie geht's dir? Klopf, klopf, Witz. Nein, danke. Ablehnen. Warum bist du blau? Was für Blumengarten? Okay. Wer bist du? Bist du auch ein Gast hier? Nee. Aber sie? Ist sie ein Gast hier? Ich weiß es nicht. Mix, achso. Also irgendwie habe ich mir die Party anders vorgestellt. Sie hat jetzt das gleiche Kleid an, die Tina Baker. Stell ich mir einfach freundlich vor. Mach das mal. Oh, hat die Olle von uns einfach dasselbe an wie... Da muss ich auf jeden Fall noch was... Als ob der... Er ist der Gastgeber, okay. Was kann ich jetzt Spende anbieten? Sollen wir das mal machen? Sollen wir das mal gucken, wie das aussieht? Komm, geh mal dahin. Los, geh mal, Jenny. Ach, sie muss zum Casting. Oh, schade. Okay. War ja mal eine krasse Party. Die Party war ja voll krass. Aber Wohltätigkeitsparty, das ist ja mega geil. Kann man das Geld auch so da richtig spenden und sowas? Oder geht das nicht? Also wäre schon cool, ne? So ein bisschen. Also würde ich schon cool finden. Wenn man das Geld so sparen könnte. Also senden könnte. Und spenden könnte. Senden und spenden. Die Meerjungfrau ist hier. Hi. Freundlich vorstellen. Und du bist wo? Du bist hier. Vernichte sie. Vernichte sie. Ha! Sterbt alle. Und? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, während die Jenny weg ist, können die nochmal was machen, hier was Schönes. Was ist das überhaupt immer hier? Ich weiß es nicht. Und ab die Post. Hallo? Oha. Und mit diesem Bild verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.